Was soll das denn? Sie sind Anti-Amerikaner. Das ist doch Quatsch. Ich habe überhaupt nichts gegen Amerika. Ich liebe die Daily Show. Jon Stewart, ich meine, Wahnsinn. Ja, dann akzeptieren Sie gefälligst auch amerikanische Drohnenangriffe. Das ist doch Quatsch. Nein, das ist nicht Quatsch. Das ist mediale Meinungsmathematik. Ich zeige Ihnen das mal. Ist ganz einfach. Kommen Sie mal her. Schauen Sie, Ihre Kritik an den Drohnen, verstehen Sie? Ich behaupte das einfach mal. Okay. Ja. Ihre Drohnenkritik ist nur Ausdruck oder besser Teilmenge eines großen Ressentiments gegen Amerika. Das macht Sie zum Anti-Amerikaner und schon muss ich mich mit Ihren Argumenten überhaupt nicht mehr beschäftigen. Aha, verstehe ich nicht. Ja klar, Sie sind ja auch Anti-Amerikaner. Ich kann Sie mal an einem anderen Beispiel zeigen. Ja. Also, nehmen Sie. Herr Südow, sehr gut. Herr Rudolf, Herr Südow, kommen Sie mal her. Lesen Sie mal bitte folgenden Satz vor. Man darf die Gewalt nicht einer ganzen Religionsgemeinschaft anlasten, deren Großteil aus friedliebenden, unbescholtenen Menschen besteht. Und, wie finden Sie den Satz? Ja, ganz meine Meinung. Großartig. Sie sind AfD-Versteher. Also, Nein, das ist eine üble Unterstellung, Herr Uthoff. Nichts da, das ist mediale Meinungsmathematik, ganz ach in Vergleichung. Schreiben Sie mal auf. Okay. Passen Sie auf. Ja. Wenn A die Meinung B hat, also A gleich B ist, und C hat auch die Meinung B, was folgt dann daraus? Dass A gleich C ist? Völlig richtig. Setzen wir ein. Der Satz, den Herr Südow vorgelesen hat, stammt von Bernd Luke. Herr Südow ist ebenfalls dieser Meinung. Was folgt daraus? Dass Luke gleich Südow, man kann sagen, er ist AfD-Versteher. Das wusste ich ja gar nicht. Tja, so wird das in der öffentlichen Meinung gemacht. Die Journalisten machen das übrigens untereinander. Der Satz von Bernd Luke wurde auch von Jörges vom Stern gut geheißen. Und daraufhin hat der Bild-Chefredakteur Kai Diekmann getwittert, ich wusste gar nicht, dass Hans-Ulrich Jörges ein AfD-Versteher ist. Das funktioniert ja prima. Darf ich auch mal Menschen falsche Labels aufpacken? Bitte. Ach, so. Oh, Frau Solger! Ja? Kommen Sie mal her. Ja. Sie sind doch bestimmt auch für höhere Renten. Ja. Okay. Und Sie sind bestimmt auch gegen Waffenexporte. Ja, natürlich. Super. Schauen Sie, dann sind Sie gefährlich nah an Pegida. Ja. Was, Sie spinnen ja wohl. Nein, das ist Meinungsmathematik. Ich kann Ihnen das ausrechnen. Schauen Sie, hier ist Pegida. Die sind natürlich auch für höhere Renten und gegen Waffenexporte und fremdenfeindlich. So, jetzt kürzen wir die Renten. So, und die Waffenexporte. Dann setzen wir ein, teilen drüber, hier F. Und dann haben wir am Ende, Simone Solger ist gleich fremdenfeindlich. Ich lasse mir doch nicht von einem Anti-Amerikaner Fremdenfeindlichkeit unterstellen. Halt mal. Es kann doch nicht sein, dass eine vernünftige politische Forderung unrichtig wird, bloß weil der Falsche sie teilt. Also da, mit solchen Ansichten wäre ich vorsichtig als AfD-Versteher. Ach, Sie. Oder finden Sie es nicht vielleicht verdächtig, dass Sie dieselben Meinungen wie Pegida vertreten? Ja, schon, aber ich will nicht Pegida sein. Was muss ich da tun? Na, ändern Sie einfach Ihre Meinung. Seien Sie ab jetzt für Waffenexporte. Ich ändere doch nicht meine Meinung, bloß weil Sie das wollen. Merken Sie, wie Ihre Meinungen unterdrückt werden? Mhm. Sehen Sie, wie nah Pegida und AfD sind? Ach so, ja. Pegida. Diese Renitenz, typisch Pegida. Ja. Jetzt kommt gleich noch der Lügenpressevorwurf. Oh ja, solche Leute wie Sie ermorden auch Karikaturisten. Oh ja. Das ist ja Wahnsinn. Oh nein, das ist Meinungsmathematik. Ich werde Ihnen das mal anhand einer Karikatur verdeutlichen. Da, bitte keine Karikatur. Oh, kann ich das Kopftuch bitte wieder haben? Ja. Beruhigen Sie sich. Bitte. Beruhigen Sie sich, eine andere. Schauen Sie mal, kurz nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo hat der Deutsche Zeitungslegerverband diese Karikatur veröffentlicht. Links Pegida mit den Rufen Lügenpresse. Rechts die Terroristen nach dem Angriff auf Charlie Hebdo, die sagen, die reden nur, wir tun was. Ja, und was bedeutet das? Meinungsmathematisch eine ganz einfache Gleichung. Schauen Sie, der Vorwurf Lügenpresse ist also kleiner gleich Terroranschlag. Ja, Moment. Heißt das, der Lügenpressevorwurf ist die Vorstufe zum Terroranschlag? Ist denn dann die Medienkritik die Vorstufe von Lügenpresse und dann die Vorstufe von... Na?
Hat noch irgendjemand Lust, unsere Medien zu kritisieren? Medienkritik? Danke, ich hab schon. Nee. Ich bin ja schon gelabelt. Ich habe keine Lust auf so ein Spiel. Gehe ich lieber schweigend spazieren. Mhm. Sie gehen als Sechsin. Sie gehen also als Sechsin schweigend spazieren, ja? Durch Sachsen.